freuen uns schon auf Freitag, also bis später Nachmittag. Servus! Das Equipment, ist das auch alles vorhanden? Gitarren und so, hat das nur funktioniert? Das ist alles vorhanden, genau. Wir haben gestern die ganzen Studios aufgebaut, die ganzen Leihinstrumente sind da. Passt also Unterkunft, Verpflegung, läuft. Ja, hallo, ich bin die Corinna, ich bin Copyright Manager bei Schädler Music und unterstütze während dem Songwriter Camp und dem Summit die Fiona und den Alexander bei der Organisation. Mein Name ist Alex Schädler, ich bin A&R bei Schädler Music und zuständig für das Songwriter Camp. Dies beinhaltet zum Beispiel das Zusammenstellen der Autoren, die Auswahl der Autoren sowie die Teams zu briefen. Hallo, ich bin die Fiona Schädler. Ich bin bei Schädler Music im Kreativbereich tätig. Außerdem bin ich fürs Marketing zuständig. Und da hinein fällt jetzt auch der organisatorische Part vom Songwriter Camp. Mittlerweile haben wir das dritte Camp am Start. Es sind mehr Leute dabei, mehr Singer-Songwriter. Wir haben insgesamt 5 Tage Zeit zu arbeiten und das ganze Camp ist international ausgerichtet. Das heißt, es sind Autoren aus USA, aus Australien, aus Schweden, Finnland, Spanien und so weiter dabei. Dieses Jahr haben wir für das Songwriter Camp ein komplettes Hotel gemietet, den Schwarzen Adler in Hegerau, das ist in der Gemeinde Steg. Zusätzlich haben wir noch 2 weitere Locations reserviert, weil dieses Jahr noch mehr Anfragen waren als die 2 Jahre davor. Damit unsere Songwriter einen freien Kopf haben, um ihre Hits zu schreiben, sind wir für das leibliche Wohl zuständig. Wir kümmern uns von den Getränken über das Essen, über Medikamente, falls jemand krank sein sollte, bis hin zum Schneeschaufeln kümmern wir uns um alles. Also da entstehen sicher super Songs. Ich glaube, das sind dann diese 24, 28 Leute. Es hat gestern, glaube ich, alles bestens geklappt mit der Einteilung. Und heute ist eben der erste Tag. Bis Freitag werden da ganz, ganz sicher super Schlager- und Pop-Songs entstehen, die wir dann am Freitagabend präsentieren können. Und am Samstag wird es dann richtig zur Sache gehen im Schnee, ob das Richtung Jücherspitze rauf ist oder eben in Wartlech. Und abends dann bei der berühmten Hüttengaude. Auf geht's! I'm super excited to be here in Austria for the Schädler Music Summit and Songwriting Retreat or Camp. Not only because I get to hang out in beautiful Austria, but I think it's just such a great thing for all of these amazing songwriters and artists and producers to be able to come together in one spot and create great music together. Because to be honest, otherwise we would never have probably met. So it's pretty cool. Thanks. Yeah. Which would be the same as the other. That's the midnight. Alles wird immer wunderbar. Die Schädler sind gut, das muss ich jetzt sagen, weil sie im Raum sind. Und alles läuft super. Die Leute sind fast noch besser als letztes Jahr. Es sind noch ein bisschen mehr als letztes Jahr, glaube ich. Und das Niveau ist wieder sehr, sehr hoch. Da muss man die eigene Messlatte noch etwas mehr hochfahren. Das erste Mal hier bei dem Camp und genieße die Zeit und finde es total inspirierend und wirklich auch erstaunlich, was für gute Leute sich auf einem Fleck zusammentreffen, sehr entspannt miteinander arbeiten können und was für geile Sachen entstehen. Also echt eine geile, tolle Erfahrung. Ich bin tatsächlich da, um neue Leute kennenzulernen, um auch Material fürs neue Ella Isa Album zu machen und habe hier echt eine richtig gute und sehr coole Möglichkeit, mich persönlich auszutoben, aber auch mit coolen Leuten zusammen zu schreiben und ich denke, dadurch hat sich auch so die Musik weiterentwickelt oder man als Künstler oder auch als Songwriter entwickelt sich einfach weiter. Und das ist für mich persönlich, ich finde das echt ein gutes Gefühl. So, geil. Are you guys gonna write some lyrics? We're leaving. On a jet plane. Okay. Yes. So you do the lyrics and we try to do some instrumentation or whatever. How does it's gonna sound? Ja. Okay. Das Geile ist, es sind total viele, also der eine ist aus Schweden, der andere ist aus Norddeutschland, ich bin aus der Schweiz, 2 sind von hier, aus dieser Gegend und da sind so viele verschiedene Inputs,
Das ist total geil. Also wir werfen gerade verschiedene Musikstile zusammen und schauen halt, was dabei rauskommt. Und wir haben total viel Spaß zusammen. Also bisher, ich bin total begeistert und bin von 2 Stunden hier. Super geil. Ich finde es genial, weil alleine bleibt man immer stecken in seiner, sag ich mal, Komponistenwelt. Man funktioniert ja immer nach einem Schema, da kommt man schwer raus. Und wenn man dann die Hilfe hat, mit jemand anderem das aufzubrechen, das ist eine ganz tolle Chance. Aber dann ist die Strophe zu lang. Ja, das ist ein ganz kreatives Schaffen gerade und ich glaube, da kommt was ganz Schönes dabei raus. Zweite Strophe. Von der zweiten. Genau. Wie können wir da anfangen? Also wir haben jetzt diese erste Strophe, die eher traurig klingt, so, beziehungsweise halt so, es ist eine Beziehung vorbei. Hast du gesagt? Ja, so. I'm free now, I'm drifted. We're all dark, moving on, and all the tears are gone. The fog is lifted. I'm free now, I'm drifted. Because I only understand about 15% of what's going on. So, I just hang out. Du singst die zweite Stimme, oder? Die hohe oder die? Hä? Okay. Now it's time that I'm moving on to find my way, 'cause now the fog is lifted. Free now, I'm a drifter. Nearly. We're all done. Done asking deep. We're at the Schiedler camp. It is perfect. Everybody's really nice. Doggies, he's here. Doggies, he's here. We will blood, no fear. Ist es okay, dass das Liebe gesagt wird, oder ist das zu schmalzig? Gestern habe ich mit zwei slowenischen Künstlern und einem Finnen einen Song für Hansi Hinterseher geschrieben und heute für eine neue Künstlerin, die Ria heißt. Und gestern war also der konservative, sehr beherzte Teil und heute wird es eine Spur moderner und es ist total spannend. I was lost, it was you all along. Das Summit ist natürlich wie immer jedes Jahr richtig gut. Ich bin jetzt zum dritten Mal dabei und es wird immer besser von Jahr zu Jahr. Einfach geil. Ja, exakt. Yeah, that's worse. Back to a place I belong. I think it's always very. This is the second time I'm here, and I was pretty much looking forward to this moment, to this week, again in this year. So it's pretty much the highlight of the year, songwriting year, I think. Yeah, it is. It's this kind of music, and see, it's completely different. And it's a privilege to be here in Lichtau, amidst a bunch of German-speaking people, because I don't really speak German. But you guys are really nice to me because you understand English. So thank you. Being at the Shaded Camp feels like Christmas came back. We could sing a whole one, but then you could distort it. Yeah, it's a cool idea, And let go in your mind. We'll hit the road, we'll lose control. Come a little bit closer now. I just wanna get lost somehow. Let's follow the galaxy. We should know it's our time. Take a step.
sind hier in der Adler Suite im Gasthof Schwarzer Adler in Tirol und es ist ein Verpflegung ist gut, Essen ist gut, Getränke gibt es ohne Ende und ja, die Stimmung ist hervorragend. Und wir machen hier richtig geile Sachen. Jetzt muss ich weiterarbeiten, weil es sind keine Zeit. Ich war noch nie an einem Songwriter-Camp jetzt wie dieses. Ich habe schon in meinem Studio natürlich mit vielen Songwritern zusammengearbeitet. Aber jetzt so, dass wir hier in so eine schöne Gegend kommen und alle sich hier in diesem Hotel versammeln und wirklich in jedem Zimmer wird irgendwo an Songs gebastelt, das habe ich so noch nie erlebt. Aber es macht richtig Spaß, es ist wirklich gut organisiert. Hier sind alle total freundlich und alle spontan und jeder arbeitet mit jedem. Und es ist wirklich ein cooles Ding hier zu sein. We've been kissed by the sun. Ja, das Songwriter Camp, unglaublich gute Idee, viele Songwriter aus internationalen Gefilden zusammenzubringen. Und wir haben das eigentlich sehr genossen, gell? Wir machen das nicht so oft. Und, ja, für mich ein Glücksfall, ich wohne da im Lechter, 10 Kilometer vom Rudi entfernt, habe da mein Studio und kann Songwriter Camp daheim machen. Im eigenen Studio, mit dem Dolik, ein guter Freund aus Bayern, ebenfalls Kinderlieder machen. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein Lied zu schreiben für die Jutzis, weil die jungen Zillertaler draufgekommen sind. Große Teile ihres Publikums sind natürlich Kinder, die diese Lieder sehr mögen. Und jetzt hat man gefragt, ob wir als Kinderliedermacher auch ein bisschen da mitwirken möchten. Und ich als kindischer Hund? Zwei Kinderliedermacher und ein riesiger Kindskopf. Ja. Ich glaube, das wird was. Auf jeden Fall viel Lala dabei. Und wieder für die ganze Familie. I met Schindler's music writing camp and it's been a very great experience. Till now we are working all days, making great songs with the teams, and I'm very happy that we already created some great, great, great songs, and the people are great, the ambience is great, so everything is perfect. Do this, do that, move on, turn back. Oh, 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 get lost, get found, don't make that sound. Oh, 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 I can't think, I can't see straight with all these things. Das ist vor allem auf die geistige Schaffenskraft. I was lost, it was you all along. Ich bin sehr, ich fühle mich wie zu Hause hier. Ja. Sag ich habe ja nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und ich bin begeistert von der kreativen Energie, die dadurch entsteht, dass man sich eigentlich gar nicht gut kennt. Das hätte ich mir nie gedacht. Ich normalerweise schreibe mit Leuten, die ich kenne. Und da versteht man sich gleich einmal und da muss man sich einmal zusammenraufen. Und das hat eine gute Reibung ergeben, eine sehr positive, kreative Reibung. Und das hat mich wirklich überrascht. Und also anytime again, kann ich nur sagen. Ja, sehr. Also wir waren letztes Jahr schon hier. Output letztes Jahr war super. Wir haben vor einem halben Jahr eine Produktion veröffentlicht, die wir am Songwriter Camp hier gemeinsam mit Kathi und Hermann geschrieben haben. Die ist auch gechartet in Österreich und war toll und für uns natürlich der Anlass gewesen, dass wir auch heuer wieder teilnehmen. Und es war wieder top. Drei super Tage und drei hoffentlich tolle Songs. Ja. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen. Ich habe auch nichts vorbereitet und habe das auch einfach zugelassen. Und andere machen lassen, sich zurücklehnen und mal gucken, wie sehen dann die anderen. Das war für mich eigentlich das Spannendste an diesem Punkt, an dem ich gerade bin. Und es kam, denke ich, was ganz, ganz Tolles dabei raus. Also du bist mit dem Ergebnis zufrieden? Ich bin damit zufrieden und es haben Leute sich angehört und die haben sofort sind aufgestanden, haben getanzt, haben geklatscht. Und das ist immer so das Barometer, die Leute müssen darauf reagieren. Und dann passiert alles andere damit. Du hast die Songwriter, die Gruppen eingeteilt. Gibt es da irgendwie ein Schema oder wie seid ihr da vorgegangen?
Das ist schwierig, weil wir haben über 120 Anmeldungen bekommen, also Songwriter, die teilnehmen möchten. Und dann zuerst mal eine Vorauswahl treffen, wer passt stilistisch, thematisch und so weiter. Und dann entscheiden, okay, jetzt habe ich, so wie es jetzt war, zwischen 24 und 21 Songwriter da. Aber wer passt zu welchem Team? Weil die Schwierigkeit ist ja auch noch, dass jedes Team jeden Tag noch wechselt. Und deshalb ist es viel ein Bauchgefühl, aber teilweise verlässt man sich auch auf die Referenzsongs, die jeder Songwriter mitteilt. Und das hat bisher, sag zu 98% geklappt. Long nights on a bed of roses, love songs on the radio. Red lips, a kiss from the one I love. Heartbeats in a dance together, holding on forever. Songwriter Camp ist zu Ende. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis von diesem Jahr? Total. Also es ist ja Wahnsinn, was die in so kurzer Zeit, in so einem guten Mixverhältnis, die werden ja täglich neu zusammengewürfelt, was die da zustande kriegen. Und die Demos, die sind ja schon so teils perfekt. Da muss zuerst einmal dann der Original, der neue Interpret das einmal besser machen. Also das ist ja gar nicht so einfach. Also hervorragend, was da die Songwriter abliefern. Dieses Dreier- oder teils Vierer-Team, vom Backing-Writer bis zum Composer, Lyricist und so weiter. Also Hut, Hut ab. Got me moving over to you.